Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamland Valley. Schaut mal, so viele wollen mit mir reden, aber ich möchte ganz gerne die Quest wieder mit Mirabelle machen. Fanny, tut mir leid, wenn ich dich störe, aber ich glaube, das Vergessen hat mir die Erinnerung geraubt. Eine wichtige und ich könnte etwas Hilfe gebrauchen, um sie wiederzufinden. Oh nein, was war es? Es ist ein Rezept. Ich habe mir gedacht, da du ins Dorf gekommen bist, ich wieder im Dorf bin und immer mehr Leute ins Tal zurückkehren, sollten wir das feiern. Ich habe das perfekte Gericht dafür. Bonylius. Nur leider kann ich mich nicht an das Rezept erinnern, das ich Remi gegeben sollte. Ich kann mich kaum daran erinnern, wie sie überhaupt schmecken. Egal wie sehr ich mich konzentriere, in meinem Kopf ist nur Leere, wo das Rezept sein sollte. Als wäre es irgendwie gelöscht oder gestohlen worden. Es ist das Rezept meiner Mama. Es zu verlieren, ist wie ein Teil von mir zu verlieren. Ich bin mir sicher, dass wir es zusammenfinden können. Ja! Oh, ich bin so froh, dass du mir hilfst. Ich habe eine Idee, wo wir anfangen können. Irgendwie bewahrte die Magie von Mini Cassita die ganze Zeit über einen frischen Teller davon im Schrank auf. Aha. Vielleicht könnten wir einen Geschmackstest durchführen. Mal sehen, ob wir herausfinden können, welche Zutaten darin enthalten sind. Allerdings bin ich bei weitem nicht so eine gute Köchin wie Mama. Sie ist eine wahre Künstlerin, ganz zu schweigen davon, dass ihre Mahlzeiten dich heilen können, buchstäblich. Gib mir den Teller, ich werde Remi fragen. Er ist hier der wahre Experte für Essen. Tolle Idee, bitteschön. Ein Geschmack von Heimat. Na gut. Okay, meine Lieben, mir ist jetzt leider ein Fehler unterlaufen. Irgendwie habe ich diese Aufnahme nicht aufgenommen, die ich eigentlich wollte. Und zwar geht es darum, für Mirabelle ein Gericht herauszufinden, wie das funktioniert. Also ne, die Zutaten für dieses Gericht, was sie aus der Zeit mit ihrer Mama kennt. Das ist dieses Bonylius oder wie das sich ausspricht. Und es ging darum, dass sie mir gesagt hat, welche Zutaten da reinkommen. Das wäre einmal der Weizen, dann wäre das Milch, Eier und eine geheime Zutat. Diese geheime Zutat wäre dann der Käse. Ich kann euch das gerne mal demonstrieren. Ich habe das jetzt leider schon gemacht. Ich werde jetzt einmal Käse kaufen. Ich werde einmal Milch kaufen und ich werde Eier kaufen. So, dann habe ich Weizen in meinem Rucksack. Werde das jetzt aber mal kochen, damit ihr das auch mal seht dann. Es tut mir sehr, sehr leid, dass es nicht geklappt hat mit der Aufnahme. So, wir kochen das jetzt einmal. So, da hätten wir das. Das wäre das Bonylius. Genau, das wird aus Weizen, Käse, Milch und Eiern hergestellt. Und dieses Gericht sollte ich dann Goofy, Mickey und Goofy, Mickey und... Oh Gott, wer war denn das jetzt noch? War das Remi selber? Ich weiß es jetzt gar nicht. Jedenfalls sollte ich das drei Dorfbewohnern geben. Habe ich auch gemacht und dann stellte ich ihm fest, dass die Aufnahme gar nicht an war. Ja, es tut mir sehr, sehr leid. Ich hoffe, es ist nicht allzu schlimm. Ich habe euch trotzdem gezeigt, wie das funktioniert. Und Mirabelle war sehr, sehr begeistert. Ach nee, genau, und Dagobert. Ich musste also das Gericht an Dagobert, an Mickey und an Goofy geben. Und alle drei haben sich dann bei ihr wohl bedankt. Und sie ist sehr, sehr happy, dass sie das Rezept wieder vollständig hat im Kopf, weil sie hat es durch das Vergessen irgendwie, ihm vergessen. Und ich habe ihr dann jetzt sozusagen auf die Sprünge geholfen. Okay, so. Ja, schade, dass ihr das jetzt nicht sehen konntet. Es ärgert mich auch ganz schön, weil man leider solche Dinge einfach nicht mehr zurückspulen kann. Also sprich, einfach nicht speichern und dann rausgehen aus dem Spiel. Das funktioniert hier leider nicht, denn das Spiel speichert automatisch in eine Cloud. Und und somit hat man dann eben Pech gehabt, ne? Okay, meine Lieben, dann danke ich euch trotzdem fürs Zusehen. Es tut mir sehr, sehr leid, ist aber leider nicht zu ändern. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bye, bye.